Guten Abend, meine Damen und Herren. Jetzt aber nun zum Wufi. Und hinter Wufi verbirgt sich nichts anderes als unsere Abkürzung für den Wunschfilm. Ja, hallo, meine Fotzi-Bärchen. Pingelingeling erstmal. Prost. Danke. Ja, ihr durftet wieder entscheiden, was wir kochen und welchen Film wir uns angucken. Und was der Ted heute entschieden hat, das sehen wir jetzt. Das Blinken hat aufgehört. Zeichen dafür, dass diese Wunschfilmaktion an diesem Samstag abgeschlossen ist. Bitte rufen Sie jetzt nicht mehr an. Oh mein Gott. Oh, spannend, spannend, spannend. Oh, das ist ja dicher. Oh. Und der Herr Dillinger. Vier Fäuste für ein Halleluja hat gewonnen. Yay! Ja, und dazu gibt es natürlich zwei Fäuste. Schaschlik mit Reis und Alter. Bohnen. Ne? Das haben wir gekocht. Da könnt ihr euch ja mal das andere Video angucken. Der Minister hat sogar den Speck gekocht. Ja, das seht ihr. Ja, Mann. Aber es ist, guck mal, das sieht geil aus. Aber es riecht gut. Und die Soße ist, Habt ihr schon probiert? Ja, ich durfte sie ja beim Kochvideo testen. Ja, komm, ich fing jetzt auch mal. Ja, ihr wolltet das sehen, dass wir Reis mit Bohnen essen und dazu Schaschlik und dazu aber auch vier Fäuste für ein Halleluja. Halleluja. Ja. Wann ist denn dieser Film? Boah, das weiß ich nicht. Ja, sieht man ja schon. Aber ich bin gerade unnötig Arbeit, ne? Nein, aber ja, das kann man ja schnell nachgucken. Boah, die Pfefferkörner sind ja. Ich weiß nicht, ist so, ja noch aber, Mitte 70er. Was hast du für ein Verhältnis zu Bud Spencer und Terence Hill? Ich gucke das jetzt mit. Okay, was hast du für ein Verhältnis zu Bud Spencer und Terence Hill? Also damals noch, als ich noch jung war, wo ich die mal getroffen habe, wenn ich in der Stadt war, also an der Bude. Nein, Quatsch. Ja, laber nicht so lange, wir wollen essen. Ja. Achso, ich hab schon gegessen. Als Kind immer geguckt, total geil. Ich bin auf die Synchronstimmen gespannt, die spinnen auch. Ja, die werden ja oldschool sein. Ja, weil ja, machen wir mal den Start. So, geht das hier der Start? Ja. Adria Filmverleih. Super Gong. Jetzt fängt so, der Film Super an. Gong finde ich schon gut. Jetzt kommen hier. So. Jetzt kann ich auch mal endlich essen. Ich gehe mal in den Fleischspieß. Oh mein Gott, ist die Soße gut. Mhm. Und dieser Speck ist aber sehr wabbelig hier. Oh mein Gott, ist die Soße. Oh mein Gott, ist die Soße gut. Das ist geil. Oh, Stimme. Das war aber auch so ein bisschen Markier oder Ding. Zufall, ne? Mhm. Das ist absoluter Zufall. Da ist er. Ja, er hat gerade schon gesagt, Pech gehabt. Dann wollen wir ja einen Schaschlik hier fressen. Da ist die Spieße voll. Ah, ja, ja. Mit Wasser bezahlt und so. Und die kochen die, den Reis mit... Du musst mit den Speck aber auch essen, der ist lecker. Die kochen den Reis mit Bohnen genau wie ich. Schön in der Pfanne, ja. Kann ich nicht, Alter. Dann mache ich einen hohen Speck, dann kotze ich mir das mit zu wandeln. Weil wenn ihr den wollt, ich hab den ja noch nicht im Mund gehabt. Also. Anders als die anderen Dinge. Richtig. Ich hab das ja alles mit meinen eigenen Fingern angefasst, das Fleisch. Einfach hin, Hände hoch. Aber etwas, weißt du, ein Arnold Marquis oder? Ich vertue mich mal mit dem anderen hier. Warte, wir werden es gleich hören. Da wird ja schon mal jemand sprechen. Nee, ich bin Kopfgeld hier. Ihr seid aus Denver, was? Ja, das stimmt. Ja. Sie sind wohl Kopfgeldjäger. Ja. Ich bin wahrscheinlich aus ähnlichen Gründen wie ihr durch die Wüste aber gekommen. Wer ist es? Ich vertue mich immer. Ganz schöner Verkehr in der Wüste. Egal. Alte Western gucken, super. Habt ihr nicht ein bisschen Munition? Ja, da habe ich aber auch so ein bisschen. Obwohl hier glorreicher Lohn ist, ist Dings, ne? Das Kind ist wohl. Sehr gut, das ist gut. Ja. Super auch, Alter. Auch. Danke. Das ist richtig. Einer der besten Western, aber der beste Western, der je gedreht wurde. Aber. Boah. Ich habe da halt auch Verbindung mit meinem Opa zu. Mit meinem Opa habe ich die Scheiße immer geguckt. Geil. Wir hatten das schon mal irgendwo, ne, in so einem Gespräch, wo du sagtest, das und das, oder ging doch nur in der Serie. Das war großartig, weil meine Eltern hatten ein Bezahlsystem für gute Schulnoten. Für eine 1 gab es 3 Punkte, für eine 2 2 und für eine 3 1 Punkt. Okay, cool. Und dann war halt aber immer, ja, ich möchte mal länger aufbleiben und einen Film gucken, das war dann so 1 Punkt. Und oh, ich möchte eine neue Masters-Figur haben, das waren dann halt 3 Punkte. Das war teurer. Ja, aber den einen Punkt hätte ich ja schon genutzt für Donnerstagabend Jack Arnold. Was meinst du, was ich gemacht habe?
Milchshake vom Amazonas geguckt. Doch, das ist geil, Alter. Super. Die steinernen Monster oder die ganzen Scheiße hier. Geil. Okay. Ist das der Dank für unsere Hilfsbereitschaft? Stimmt, genau. Jetzt stellt sich mir nur die Frage. Welche, ist das diese Comedy-Synchro oder ist das diese ernsthafte Synchro? Ist das der Film, wo es zwei verschiedene Synchros gibt? Ja, da gibt es auch eine Comedy-Synchro. Da gibt es so eine ernsthafte und diese normale hier von Rainer Brandt halt und so, ne, geschrieben halt. Das war die Adaption. Und da liegt auf deinen Klops. Ich hab ins Loch gefallen. Ein Vampir. Ich glaube, die ist ja schon fast die ernsthaftere, oder? Gut, das freut uns. Warum bleiben wir so schnell in den Zähnen hängen? Die Pfefferkeule, viel interessanter. Das sieht geil. Das sieht fast aus, als wenn Sergio Leone das gefilmt hätte. Nicht nur filmt, aber. Ja, Film. Das wäre nämlich ja eigentlich die Frage gerade gewesen. Ist das nicht einer von diesen Leone-Dingern? Gab es da nicht mal einen? Und dann halt wegen dieser Synchro-Version. Es gibt von irgendeinem so Spencer Terence Hill Ding halt so. Oder halt so eine tiefe Dings hast Synchro. Das ist ja jetzt nicht so eine Rainer Brandt Dialog. Der ganze Filmstil ist irgendwie voll Sergio Leone-mäßig. So auf langsame Einstellungen und. Hallo. Da Mahlzeit. Ja, gut. Ey, das ist richtig gut. Und das Fleisch ist wirklich on point. Super. Oh, ich hab den Pfefferkorn hinten im Hals hängen. Oh. Auch mit dem Speck dazu. Weil ich die Hälfte der Zwiebeln erstmal auf dem Tisch hatte. Oh, die sind sehr weich gebacken. Komisch, ne? Ja, aus dem Popel, das tut mir sehr leid. Ich krieg das nicht weg. Na, ist egal. Ein bisschen Tisch. Lass einfach rein, die alte putzt morgen schon. Ich warte jetzt so lange, bis das Popel ist. Dann hole ich das ab. Mensch, stößt du mich schon wieder an? Nein, die haben nur gelacht. Schreib mich immer an. Boah. Guck mal, gemalt. Wisst ihr, ich war nicht der Einzige hier mit der Zwiebel auf dem Tisch und so. Hier, Onion Rings. Ja. Hier, kannst du über deinen Finger spülen. Oh. Na, kann man auch so machen. Was hab ich denn letztens geguckt, Terence Hill und Bud Spencer? Bud Spencer kommt aus dem Knast. Boah, jetzt kommt erst, jetzt und dann kommt erst der Vorspann. Und dann trifft er halt zufällig irgendwo Terence Hill halt so. Ja, ja, wie heißt der Film? Continuar Avo, ich sag mal irgendwas. Aber jetzt müssen ja im Vorspann gleich auch Regisseur so stehen. Das ist ja zu der Zeit als am Anfang des Films. Als man das so richtig gemacht hat. Bevor angeblich der Onkel Schorsch das verändert hat, ne? Ich glaube, es gab vorher auch schon Filme, wo hinterher. Stimmt. Der Onkel Schorsch. Ja, heißt es ja, ne, dass George Lucas das so gemacht hat, dass halt erst, wenn der Film zu Ende war, dann in die Credits kam. Aber es gab ja schon noch Vorspann und Abspann. Also weiß ich nicht. Aber das könnte auch von Sergio Leone sein. Wirklich, also so von dem Filmstil her, finde ich das sehr gleich. Man weiß zwar jetzt nicht, was das heißt. Aber das ist das auch italienisch schon oder was? Das ist alles italienisch, ja. Und dann kommt der Nico. Realisierung. Comista. Come. Trotto Catato. Das ist gerade Ruggero Deodato, Alter. Das ist egal. Ruggero Deodato hat das Mikro gehalten, ja. Nee, die Tiere reingeschleppt. Wie lange geht das? Ja, das geht jetzt schon. Ich bin jetzt schon so ein. Ja, aber der geht halt los, der wird halt gut. Aber jetzt weiß ich, welcher Film das ist, wo er auf seinem Hängeding ist. Jetzt safe 2 Stunden. Ja, ja. Echt? Ja, das waren doch Filme damals. Nicht wie heutzutage die Musik immer in den 2. Ach nee, das ist ja mal. Boah, das ist mal ohne Scheiß, ne? Ihr habt das Kochvideo vielleicht gesehen. Das war sehr, 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 sehr chaotisch dieses Mal. Aber das Ergebnis. Wir sind schon fertig. Also dafür, dass ich auch sagte, wegen. Nee, du bist schon fertig. Du hast das. Aber ihr labert ja auch die ganze Zeit. Ja, so ist das mit uns. Du ist das. Ja. Aber wo ich meinte mit der roten Sutze, ne, aber das ist schon geil. Mein Fleischgeschmack ist trotzdem ja wie so ein Schaschlik halt. Ja. Das ist schon gut. Du denkst auch, Vorsicht ist besser. Oh, was ist das denn für eine Stimme für oh, das ist aber eine falsche Stimme. Ja, deswegen, der scheint schon alt zu sein, der Film. Also älter als die anderen wahrscheinlich, wie die Stimme. Aber die Stimme passt nicht.
Ich meine, Thomas Sonneberg ist das doch. Guck mal da, und da ja, sieht man auch nämlich auch, ja, ja. Das ist voll die Suppe, Reis und Bohnen ist. Und das haben wir genau so kopiert. Hast du gut gemacht. Absolut. Krieg aber nicht ganz rein hier. Okay. Ja, war lecker, weggeatmet. Geil, weggeatmet, locker. Möchtest du hier noch Reis und noch Fleisch? Und satt? Nein. Du musst mir jetzt den restlichen Scheiß zwischen den Zähnen wegpuppeln und dann. Ja, aber das ist geil, da hast du immer noch was. Und dann kommen wir wieder Geschmack. Morgen und so. Oder auf der Arbeit zu tun. Ja, das kommt natürlich, ich habe ja auch was kennengelernt. Es ist immer so, dass wir das Gericht aufessen und dann eine Pause machen, den Trailer gucken und zum Fazit des Films kommen. Ja, wir reden natürlich über jede Szene, ne? Weil, über ja, jede. Ich mache noch ein Referat mit PowerPoint. Dann muss er wieder günstig hier aufbauen. Ja. Aber die Terence Hill-Stimme ist irgendwie nicht. Ich überlege die ganze Zeit, weil. Wieso erwischt? Bei dem Ding hier mit Henry Fonda. Hier Nobody. Nobody-Filme. Hm. Ich meine, da hat Dannenberg doch. Dannenberg schon die Stimme von Terence Hill. Dann umgekehrt. Okay. Weil das ist eine total verdrehte Stimme gewesen bei Dings, aber die Stimme habe ich gar nicht auf dem Schirm. Nee, das ist 100 pro die Version, die ich gar nicht kenne. Also wie diese ernsthafte Wahl. Hm. Boah, was ist los hier? Jetzt sind wir gewürzt, ey. Ja, aber geil. Dreimal hintereinander, Juhu. Ich kenne kenn immer nur den lustigen Kram. Ja, dachte ich halt auch, aber ich glaube, das ist diese andere Version, Alter. Guck doch mal auf deine DVD. Ja, viel tiefer. Und es gibt ja diese verschiedenen DVDs davon, glaube ich, eine, ja, ja, genau. Beide drauf sind oder was, ich weiß nicht. Wieso, was hast du gegen ihn? Naja, das sieht doch eher wie ein Ziegenpocken. Ja, jetzt schmeckt der Speck da drauf auch, ne? Ich habe nur das Problem mit diesem Stück hier. Also, andere habe ich jetzt gar nicht mehr als Speck wahrgenommen. Deswegen, boah, war richtig schön saftig. Saftig, saftig. Ich hasse gleich, fliegt das hier komplett über den Tisch, Alter. Wer hat Schaschlik eigentlich erfunden? Ja, Schaschlik. Ja, wer? Schaschlik. Kennst du nicht? Wir hatten so einen Nachbarn, der hieß auch Schaschlik. Ich würde sagen, Schaschlik kommt. Oh, ursprünglich aus Ungarn. Ich würde das behaupten. Kommt Gulasch nicht aus Ungarn? Ja, ja. Ja, ja. Ungarn ja, ja. Vor allem. Ja, ich kann schon kochen. Bitte. Oh. Stimmt. Hätte ich mir vorher überlegt. Ja, ja, willst du halt immer das machen. Hm? Hatte ich auch noch bei der Silberhaut. Da war ja, ist ehrlich? Ja, ja, der war, der ist hart. Die hat doch was weggeschnitten, aber... Ich hab dann alles mitgegessen. Ja. Muy bien. Ja, danke schön. Haben wir gut gekocht. Voll geil. Haben wir richtig gut gekocht. Also diesmal auch wirklich nicht gelogen, haben wir wirklich. Nee, also wirklich. Also, es sah vielleicht nicht so aus, ne, in dem anderen Video, aber. Nein, das ist aber jetzt ohne Scheiß überraschend perfekt geworden. Ja, geil. Ja. Geiles Gulasch, geile Reis und Bohnenzeug, ihr guter Geschmack, gute Schärfe. Kann man sich so bestellen. Ja. So mal nach Hause liefern. Gucken wir für euch nach, für läppische 60 Euro pro Person. 60? Weil das ist aber sehr günstig. Wo wir hingehen, weil wir fahren müssen. Ach so, oh, dann ist das doch kalt. Da kostet es 5.000 Euro. Ja. Eine Million Dollar. Ja. Okay, jetzt, hast du immer noch nicht aufgegessen, ne? Ja, ich bin nur langsam. Also, dann auf Wiedersehen und alles. Können wir trotzdem schon ja, natürlich. Den Trailer gucken und dann, ja, natürlich. Dann später zu. Natürlich, ja? Vielleicht finden wir ja den Trailer noch mit der anderen Synchro. Das bleibt hier. So? Genau. Ich hab nichts dagegen. Ich hab nichts dagegen, also von daher. Die geben mir wieder Aufgaben auf. Naja, dann sehen wir uns jetzt nach dem Trailer mit der Besprechung und mal gucken, wer dann hier noch steht und wach ist. Ja. Bis gleich. War das zu schnell, Schnubbelwutz? Dann mach ich's dir gern nochmal. Ja, das war der Trailer. Wir haben uns den Film jetzt reingezogen, aber es muss ja auch noch Nachtisch geben, ne? Und da haben wir hier schöne Pop-Rocks. Ja, ja, okay. Meinst du, ist schon gut?
Aber erzähl doch mal was über den Film. Ich fand den. Du kannst sagen, wenn es mehr ruckt. Scheiße. Wie der Film. Nein. Ja, du bist kein Fan von. Scheiße ist übertrieben, aber langweilt mich alles irgendwie immer sehr schnell, muss ich sagen. Also ich finde, es ist sehr Ennio Morricone-esque gefilmt, obwohl es gar nicht Ennio Morricone war, Bruno Banani hat das. Ja, und jetzt haben wir hier die Pop-Rocks. Aber ich habe nur zwei. Aber das ist nicht so eklig wie Ahoi-Brause, ne? Das ist nicht so eklig wie Ahoi-Brause. Nein. Nur ein bisschen. Ich hab nur zwei, deswegen schicken wir dir jetzt was hier rein. Oh, voll der Crack. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus. Boah, das könnte wie alt sein. Machen wir einfach so im Mund? Ja, wir machen. Wie alt ist denn das? Oh. Ja, Mann, wie alt ist das? Das poppt gar nicht mehr richtig. Wie alt ist das? So, die Länge, ja. Sogar nee, ist noch haltbar. Bis August. Bis April. Ja, aber das knallt gar nicht richtig im Mund. Nee. Nee. Das war früher besser. Kann nicht so kaum benutzen. Hört sich an wie immer. Hier ASMM, hier A. Geil, die Klappe. Kann man gar nicht mehr hören, die Scheiße. Er reibt seinen Schlunnig hier auch auf die Schrankte, weißt du? Ja, okay, du bist auf jeden Fall kein Fan von Bad Reisner und Terence Hill. Würde ich mir jetzt freiwillig nicht angucken, sag ich ganz ehrlich. Okay, dann gehen wir mal rüber zum DSD. Das Ding ist halt die Synchro-Version, ne? Ich hab die ganze Zeit. Du hast dann auch gefressen, die Scheiße. Nein. Dann schieben wir auch rein. Dann bist du schon. Okay, dann sag mal, wir haben die ernste Version. Das ist halt dieser Film, wo es zwei Synchros gibt, ne? Ich glaube, ich weiß nicht, ob Rainer Brandt das geschrieben hat, aber mit Benjamin Donnenberger, ne? Bei Spencer hat dieselbe Stimme eigentlich. Aber auch von den Schnitten und so ist der. Der ist ja ruhig geschnitten. Kann man sagen, langatmig? Ja. Ja, der geht über zwei Stunden, die Scheiße. Wer einen Bock drauf hat, so Westermiet kann man sich den geben, aber da bevorzugt dann lieber noch die. Ich hätte mich bei dem Film wirklich mehr über Schweigende Lämmer gefreut. Ja, aber das haben die Zuschauer ja nicht gewählt. Ja, ich weiß, voll scheiße. Und in der, aber haben die gesagt, die ernste Version oder die Schweigende Lämmer? Nein, bei dem. Nee, ich habe einfach auf eBay geguckt und habe die erste gekauft, die ich gesehen habe. Ja, dann hast du. Gibt's ja hier noch eine andere Tonversion drauf? Die hätten wir uns mal geben sollen. Nee, okay. Ist das? Ist dann doof. Das ja, egal, da haben wir das auch gesehen. Oh, scheiße. Oh, zum Glück war das hier leer. Es ist ja auch in zwei Stunden fließt hier sehr viel Bier die Ruhr runter, ne? Wird auch schon wieder gewalttätig, ne? Da wurden wieder einige Verluste. Was? Ich mir meinen eigenen Finger ins Auge gekriegt. Ach stimmt. Mein Gott, ey, wie findest du das? Muss ich mich gerade ins Auge kratzen? Ja, aber du hast ja auch gefallen. Stimmt, es ist meine Schuld. Sollen wir jetzt so eine Diskussion annehmen? Nee, wir wollen ja über den Film reden. Also, ja, nee, war. Okay, Bud Spencer, Terence Still ist nicht dein Ding. Aber kennst du den anderen? Mit den ja, ich musste die schon mal mit meinem Mitbewohner. Okay, musste ja gut, dann. Kontinuierlich, ja. Ich gucke das dann aus Solidarität mit und aus Freundlichkeit lache ich manchmal auch an den richtigen Stellen, aber ich würde mir das halt never ever alleine angucken. Das ist ja ich glaube, bei uns beiden ist halt Kindheit. Ja, klar. Ja, bei meinem Opa auf dem Schoß sitzen und Terence Hill Film auf ARD und ZDF gucken. Geil, Alter. So. Aber was ist dein Lieblings... dann machen wir die abschließende Frage. Dein Lieblings Bud Spencer Terence Hill Film, also wo beide drin sind. Du kannst sagen, der Bomba und Nobody. Ja, das ist toll. Das ist getrennt. Boah, scheiße. Aber Nobody finde ich auch geil. Ja, aber komm. Aber mit beiden zusammen, Alter. Dein Liebling ist Bud Spencer. Das ist echt schwer. Also zusammen. Ich hab meinen schon. Nee, hab ich, weiß nicht. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ach, den finde ich großartig. Ja, gibt gerade was gab's denn dann noch? Ja, viel Fussi gegen Rio. Wo ist der, wo die aus dem Knast kommen? Ja, viel Fussi gegen Rio war ja später. Oh, der ist ja jetzt nicht so aus dem Knast kommen? Nee, wo ist das nicht das? Ach, Miami. Zwei Asse trumpfen auf. Die Miami. Oh, das ist auch noch. Ja, Mann. Das könnte oh, mein Gott. Oh, zwei Asse trumpfen auf. Ich hab die wirklich geguckt. Ich laber hier nicht. Also, ja, aber es könnte wirklich sein, ne?
Weil das andere war mein Mikrops, das war auch schon ein neuerer halt, ne? Ja, ja, der ist jetzt auch dann neuer. Ja, wie Rio-Dings davor ist der Ding. Nee, zwei Himmelhörner auf dem Weg. Das ist falsch. Mit dem Flugzeug, wo die da diese Flugzeugscheiße machen. Das fand ich super. Ja, naja, okay. Habt ihr das jetzt auch gesehen? Euer Wunschfilm, wir haben lecker gespeist. Ja, das und war sehr, sehr es war, das war absolut, absolut. Ja. Der Film hat es jetzt nicht so rausgerissen, aber. Aber das Essen war super. Das war auch gut. Nach dem Mal noch ein bisschen ausgeruht haben. Ja, wir haben hier so, wir haben hier eher so hinten gelegen. Haben das dann so. Kommt dann ernsthafter Western. Da muss man und wieder wach werden, damit man wieder was erzählt. Möchtest du bitte jetzt abschalten? Nein, Captain. Ich mach das ohne Geräusch, ich schalte nur ab, wie zu Hause. Ja. Abschalten, abschalten, oh Gott, ich falle über den Tisch, abschalten. Er trinkt ja noch, bevor er ins Bild kommt. Und wenn er im Bild ist, trinkt er eh wieder. Mhm. Asek. So, aber ach stimmt. Jetzt ist ja, das ist ja ein neues Video jetzt. Wir müssen mal alle die Flaschen erheben. Achso. Sag ich doch. So. Hier war nichts. Entschuldigung. Was war das, das war erbärmlich. Das war richtig. Oh, da kam keine Kohlensäure. Abonnenten. Da kam gar nichts. So. Da kam nur Schande. Ja. So, warte mal, ich zähl mal ein. Ja, ja. Drei. Das wird gleich eh wieder schlimm, wir kriegen eh nur Anschluss, ja? Okay, warte. Nein, überhaupt nicht. Nein, wir nie, wenn wir uns unterhalten. Nein. So, 3, 2, 1. Ja, hallo, meine Fotzebärchens und, naja, Klingelingeling erstmal. Wird. Prost. Danke. So, ihr habt entschieden, toll, diese ganze Nummer, die wir uns jetzt hier, die wir uns über uns ergehen lassen müssen, obwohl ich finde das gar nicht so schlimm, die Regie finde das, aber, ach, dieser Film? Ja. Ja, wie ist der denn jetzt, wie hat er denn jetzt hier? Nee, wir müssen nochmal neu, wir müssen nochmal neu. Aber wirklich, du warst jetzt so, wir müssen nochmal. Ich hoffe, er schmeißt das nicht weg, das nein, kommt erst nicht, Ende des Jahres dann noch. Ja, aber halt das nee, mal. Aber das ist, das war echt. Das, ist das war jetzt ein bisschen Outtake. Das war nimmer. Schwierig nach einem halben Jahr. Ja, nach so viel Kochen und, ja. So. So. 3, 2. Das ist super. Warte, wir bringen schon eine Szene. Guckt euch das an, ja. 3, 2, 1.